Furion. Das sind ziemlich interessant zu werden. Warum? Weil SCM und LDC einfach mal beide nur drei Buchstaben haben. Das sind ziemlich interessant. Ah. Und beide haben einfach mal den blauen Skin von Weile von Furion. Also da auch wieder genau, Team Blau gegen Team. Da sieht man auch halt richtig stark, dass Und schon der erste Stack war. Fuel, was der in der Faustkammer hat. Das hat sogar auf PS2. Das ist mir ziemlich gut gesetzt für wieder einfach jeden Charakter. Vor allem wegen dem Buff bei Robin und auch bei Yoshi kann man die auch echt nicht bedienen. Okay, inwiefern kann man die, also was macht diese dass man die echt gut bekommen muss. Also dass man die halt, dass man so manchmal richtig gut blättern kann. Wie viel weißt du jetzt bei Robin? Arcfire, dann halt, wenn man noch auf der Plattform steht, also wenn man halt auf dem Weg zur Plattform ist, dann nochmal bei den Arcfire halt ab R machen. Auf der Stadt. Und da der erste Spiel von Kobra weg. Ja, genau, ja. Battle ist auch noch was auf dem Stopp gewonnen. Beide, alle zwei Stocks außer Splatline? Ja, das heißt, Team Blau hier leicht im Vorteil. Jetzt. Und nicht über Sniper. Ja. Das war stark. Das heißt, wieder Team Grün Blau wird gleich auf. Leicht im Vorteil. Ja schon. Auch wenn die gut das SN auf Wolf geht, weil eigentlich nein. Wahrscheinlich hat er hier, also ich kenne mich nicht mit Grün Wolf aus, aber ich glaube er hat bei ihr, ich glaube in Sachen Matchup zu verbessern. Besseren Vorteil. Heißt es überhaupt eigentlich gegen bei den Tricks von den anderen gleich her. Und Furion raus, das heißt nee, Kobra raus. Kobra raus. Das heißt Furion jetzt 1v2. Wenn Furion es schafft, noch Smash Match einmal rausholen, hätte er wahrscheinlich auch eine Chance gegen SCM zu holen. Weil Smash Match hat schon sehr viele Prozente eingesammelt. Aber der wird richtig hart Kombos. Ja. Der wird richtig gesandwiched. Auf jetzt die Uhr. Perfekt sitzen da. Oh, Downs. Okay, geil. Downs hat den Krieg. Into einfach mal den absolut für beide. Oh, und vor der. Das war's jetzt. Das heißt, die erste Runde geht an Team Grün, an SCM und LDT. Auf jeden Fall ein spannendes Hin und Her wieder. Wie ist so deine Einschätzung gewesen von der Runde? Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht noch so 1-1 wird, weil es eigentlich halt auch schon ziemlich knapper. Mhm. Da war auch meine Wahrnehmung. Mhm. Dann schauen wir mal, wie es dann in der nächsten Runde weitergeht. Erzähl mal was von dir. Ja. da geht okay, schon gut. Direkt die Runde weiter. Das geht hier ja kommt keine Langeweile aus. Ich muss keine peinlichen Geschichten aus meiner Kindheit. Ich auch. Okay. Die Picks. Die Picks sind dieselben, aber diesmal auf Small Battlefield. Aqua das zweite Pokémon Slayer, weil die Stage halt schon so ähnlich ist, außerhalb, dass die Pokémon Stadium Stage ein Problem hat, dass viele Charts so das Problem haben, dass man öfter mal bei der Stage stecken bleibt. Bei PS2 rutscht man richtig schneller nach dem Boden, wenn man recovert.
Weil es gibt so sogar noch den Begriff, die zwei Werte. Der Schwert. Der erste Stack weg. Einfach der Schwert-Snipe. Tut natürlich weh. Okay. Oh, okay, der Spike-Versuch von Koba war da. Wormo-Kombo. Oh, und dann nochmal Koba. Das heißt, direkt zwei Spiel-Stack-Losses für den Blau. Und Bild versucht jetzt noch recht viele Prozent so anzusammeln bei den Gegnern. Bevor sie ihren Stock noch verlieren. Ja. Man mag schon anerkennen, was Spiken heißt. Spiken ist auch ein anderer Begriff für Meteor Smash. Da geht man den, also da kriegt man halt einfach den Gegner komplett einfach direkt nach unten. Ah. Also der. Hinderst ihn daran wieder zu. Ja. Man kann zwar ganz normal Ledge Gun einfach halt weiter weg von der Stage bringen, aber Spiken ist eine sehr effektive Methode, sogar vielleicht sogar halt ein bisschen zu machen. Team Blau hat es gerade kurz geschafft auszugleichen, aber Kura auch wieder mit dem Stack, das heißt Team Grün immer noch einen Vorteil. Und Spiken ist halt auch sehr effektiv, beispielsweise so 40% bei 40-50% ist man halt schon instant dead und hat man keine richtige Möglichkeit zu recovern. Allgemein hat man noch bei 0, bei wenig Prozent die Chance, zu recovern. Aber ja, da muss halt die Recovery stimmen. Die Frage ist, dass Sora ist es halt, Sora hat eine richtig hohe Recovery, also eine weite Recovery, die einfach echt krass ist. Oder auch so von Pitstark oder halt auch, ja. Das wird jetzt eng für Team Blau. Super schon bei über 100%. Das bleibt einfach noch zwei Slots. Genau. Also falls einer von denen mal irgendwie blöd SDs, also Suicide ist, das ist der Begriff, wird nicht zu einem One-Meeting werden. Aber das haben wir jetzt. Theory auch schon bei über 100%. Das wird eine ganz enge Nummer für ihn. Und jetzt wird er. Die wollten einfach vor Throwing zu Upsmash. Das wäre richtig gewesen. Weil das hätte echt ein Fehler, wenn es geklappt hätte. Vor allem bei 10%. Wirklich, Throw Kills sind richtig, richtig stark. Wenn man die noch mit einem Spaß so Das war es dann mit Therion. Das heißt, SDN und LDT gewinnen 2-0 gegen Cobra und Therion. Starkes Match auf jeden Fall.